Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Emma Rhetorik. Schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind immer noch beim Thema Geschichten erzählen und jetzt geht es um glaubwürdiges Erzählen. Erzähl deine Geschichten glaubwürdig. Was bedeutet denn glaubwürdig? Glaubwürdig bedeutet, du hast die Geschichte selbst erlebt. Kennst du das? Du bist irgendwo und hörst eine Geschichte und denkst, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört von jemand anders. Und der hat auch schon gesagt, dass das seine Geschichte ist. Irgendwie traue ich ihm das nicht zu. Stell dir einfach vor, ich komme auf die Bühne und dann sage ich zu dir, 1987. Ich bin NASA-Pilot. Ich fliege mit der Challenger, was auch immer, irgendwie durch die Gegend. Ja, entschuldige bitte. Ich weiß, du denkst jetzt, Mensch, 87, ist der denn da schon geboren? Sieht so jung aus. Ja, okay, kann man denken. Ja, aber du traust mir das eventuell nicht zu, dass du sagst, na, stimmt denn die Geschichte überhaupt? Wenn du Geschichten bringst, nimm Geschichten, die dir selbst passiert sind, die du selbst erlebt hast. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst sie am besten rüberbringen. Du bist richtig in der Sache drin. Das ist glaubwürdig, das ist lebensecht. Bring diese Geschichte, die du erlebt hast. Um glaubwürdig Geschichten bringen zu können, kannst du Sachen nehmen, die du selbst, wie gesagt, erlebt hast, die du gesehen hast, aber auch Sachen, die du vielleicht von jemandem erzählt bekommen hast. Vielleicht hast du etwas schon mal erlebt oder gesehen und kannst das hervorragend rüberbringen. Vielleicht hast du auch schon etwas gehört und kannst es wunderbar rüberbringen. Aber bitte nimm etwas, wo du mittelbar oder unmittelbar beteiligt warst. Warum ist das so? Stell dir folgende Situation vor. Du erzählst eine Geschichte vom Hörensagen. Du erzählst eine Geschichte, die dir jemand erzählt hat. Derjenige hatte dort Emotionen drin und du versuchst, diese Emotionen rüberzubringen. Wird dir das gelingen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, anders. Ich bin sogar unsicher, dass das gelingt. Ich glaube es einfach nicht, weil du hast doch nicht die Emotionen, du bist doch nicht drin. Du erzählst was vom Hörensagen, du kennst es vielleicht, wenn du etwas wiedergeben sollst, dann fehlt dir vielleicht etwas. Und wenn dir was fehlt, ist die Pointe vielleicht nicht ordentlich. Oder der andere sagt, sag mal, wie war denn das da und da? Und du sagst, weiß ich nicht. Ich halte es für das Schlimmste, was passieren kann, wenn du sagst, ich weiß es nicht, denn ich war nicht dabei. Also, wenn du der Meinung bist, Geschichten zu erzählen, nimm glaubwürdige Geschichten und Geschichten, die du schon erlebt hast. Wenn dir das geholfen hat, du weißt es schon mittlerweile, unten drunter ist die Internetseite www.mr-rhetorik.de. Wir gehen in unseren Trainings ganz, ganz tief rein ins Thema Geschichten erzählen. Du hast viele Möglichkeiten, das auszuprobieren. Du kannst an vielen Stellen die Geschichten bringen und wir gehen viele Bausteine rein, wo du die richtig schaffen kannst, wo das Publikum einfach nur dir folgt und einfach nur noch mehr hören will. Wenn du richtig guter Redner werden willst, dann komm zu mir ins Training. Ich freue mich auf dich. Und so lange bleib glaubwürdig und ich hoffe, du machst was aus dem Tag. Also, wir sehen uns. Bis dann.